Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Als ich meine letzten 100 Videos mal durchgescrollt bin, war ich etwas irritiert, denn ich dachte, ich hätte die Version des katholischen Bibelwerkes, die Einheitsübersetzung, schon dabei gehabt. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie zwar oft gezeigt im Vergleich mit anderen Bibeln, aber ich habe anscheinend nie ein Video drüber gemacht. Da war ich ein bisschen irritiert. Ich hatte mal die Benediktbibel aus dem Herder Verlag, aber die Einheitsübersetzung in der aktuellen Revision nicht. Das hören wir jetzt einfach mal nach. Die Einheitsübersetzung, ich denke mal, ich brauche nicht viele Worte dazu verbrauchen, ist bei euch sicherlich mega bekannt. Das ist ja die Bibel, die bei dem römisch-katholischen Kirche in den Gottesdiensten, bei der Liturgiearbeit verwendet wird. Sie war von 62 bis 80 von katholischen Theologen unter Beteiligung von evangelischen Theologen damals erarbeitet worden. Gemeinsam damals verantwortet wurde das Neue Testament und auch die Psalme. Der Begriff Einheitsübersetzung darf dabei jetzt nicht missverstanden werden, auch wenn evangelische und katholische Theologen zusammengearbeitet haben. Das ist keine Übersetzung, die für beide Konfessionen dienen sollte, und es sollte damit auch nicht die Luther-Übersetzung in der evangelischen Kirche abgelöst werden. Man muss dazu sagen, die evangelische Kirche hat sich dann nach der aktuellsten Version dann auch einmal dann zurückgezogen. Für die neue Version hier, für diese, war die evangelische Kirche nicht mehr dabei. Da gab es Verwerfungen in einer Verwendung einer bestimmten Übersetzung und zudem das Problem, dass ja auch immer hier die Abfrage bei der römisch-katholischen Kirche beim Papst erfolgen sollte. Aber ganz genau könnt ihr euch das mal, wer wirklich Interesse hat, da mal bei Wikipedia nachlesen. Das ist da sehr schön erklärt. Einheitsübersetzung sollte sein, weil es sollte von allen Bistümern einheitlich verwendet werden. Und das sollte eine Sprache verwendet werden, die gut verständlich ist, sowie aber auch einen gehobenen Stil zu verwenden. Die Einheitsübersetzung sollte wirklich leicht verständlich sein. Bei der neuen Revision allerdings, da gibt es so ein paar Änderung, denn die bis dahin gültige Vorrangstellung der Lateinischen in der römisch-katholischen Kirche wurde aufgegeben und es wurden die hebräischen und aramäischen Texte verwendet. Mehr so wie bei der Elberfelder Bibel, und es wurde auch jetzt dann bei dieser Revision auf den masoretischen Text zurückgegriffen, also auch wie bei der Elberfelder Bibel. Gleichzeitig sollte sie aber auch leicht verständlich noch sein. Und diese ganzen Vorgaben wurde dann nach 10-jähriger Überarbeitung 2016 veröffentlicht. Und das ist diese hier. Das ist diese Revision und in die können wir dann noch gleich mal reinschauen. Wir gucken mal auf ein paar Stellen rein, denn die klingt wirklich sehr, sehr cool. Und was auch noch gemacht wurde, bei einigen Übersetzungen, es gab wieder Rücknahmen von Übersetzungen, wo es eine hypothetische Korrektur am hebräischen Text gab und stattdessen jetzt den masoretischen Text genommen werden sollte. Und Neuübersetzung der griechischen überlieferten Bücher des Alten Testaments und Jesus Sirach wurde komplett neu übersetzt. Aber jetzt gucken wir da auch einfach mal rein. Die Einheitsübersetzung kommt in einem recht schicken kirchlichen Blau. Ich mag diese Farbe. Wenn ich in meinen Schrank gucke, dann fällt die bei allen anderen immer gleich sofort auf. Ich habe ja da so in den früheren Videos, zoome ich ja mal einmal so über das Bücherregal hinüber und da sieht man ja ganz viele schwarze Bände. Immer auffällig ist gleich die blaue und auch die Basisbibel in dem starken Rot. Ja, das sind immer die sofort auffallen. Alle anderen sind immer in dem unierten, schönen Schwarz, Leder. Die im Blau, fällt gleich auf, kann man gleich greifen. Also, kommen wir mit den einfachen. Wie viele Seiten hat sie denn? 1550 Seiten enthält diese Übersetzung. So, die Bibel aus dem katholischen Bibelwerk. Dritte Auflage von 2017, also genau die frische nach der Revision. Wir haben die fünf Bücher Mose, die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes, die Sammelbücher. Ich habe noch keinen Kaffee. Die Samuelbücher, die Bücher der Könige, die Bücher der Chronik,
Bücher Esra Nehemia, Tobit Judith Esther, die Makkabäer-Bücher, die Bücher der Lehrweisheiten und die Psalmer, die Bücher der Propheten, das Zwölf-Prophetenbuch und dann das Neue Testament. Die Briefe, die paulinischen Briefe, die Pastoralbriefe und die katholischen Briefe. Fällt natürlich gleich auf für das geübte Auge. Das ist natürlich die Anordnung der Bücher und auch der Briefe, wie sie im römisch-katholischen üblich ist. Im Anhang hast du einführenden Überblick über die Heiligen Schrift und auch über die Revision. Die Textgrundlagen der Einheitsübersetzung und ihrer Revision, Maße, Gewichte, Kalender, Festtage, das Übliche dann im Anhang. Das ist ein sehr klarer Druck. Die Buchstaben sind sehr schön und sofort leicht zu lesen. Blättern wir einmal mittendrin rein. Wir haben den zweispaltigen, eine zweispaltige Einteilung, kein Fließtext oder Blocksatz, wie einige dazu gerne auch sagen. Die Verse stehen hintereinander als Fließtext. Du hast die Parallelstellen immer am Ende eines Abschnittes, so wie hier. Vielleicht zoomen wir mal etwas ran für die Älteren. Hast am Ende hier mal die Parallelstellen und auch hier. Du hast ein recht klares Bild, das bedeutet wenig bis gar keine Erklärung oder ablenkende Information oder Zusatzinformation am Rand, an den Seiten. Wenn eine Erklärung, dann nur ganz dezidiert, ganz wenig. Ich hatte mir mal hier eine Markierung gemacht. Hier sehen wir das beim Richter Simson. Haben wir hier unten eine ganz dezente Erklärung oder noch ein Hinweis. Oder hier in seiner Stadt Text korrigiert. Nicht zu viel, also wirklich, dass du einfach nur die Schrift hast. Und das ist eines von wenigen Ausgaben, wo es wirklich rein nur um die Schrift geht. Das ist schön. Du hast vor jedem Kapitel einleitende Erklärung. Gucken wir mal ganz kurz, hatten wir es bei Jesus Sirach, hatte ich die Markierung gemacht, genau. Hast bei jedem Kapitel, das ist jetzt nur Beispiel, aber hast du bei jedem Erklärung zum Buch, Abfassungszeit, Entstehung, wie lange das Buch schon alt ist, dann den Prolog und dann das Eigentliche. Kommen wir noch hier beispielhaft, genau, Prophet Habakuk, ebenfalls einleitend und dann geht's weiter. Wenn wir uns jetzt mal so einen schicken Text mal angucken und ihn einfach mal vergleichen, klingt er denn jetzt hier nun ganz, ganz anders? Haben wir denn jetzt hier Hiob sind wir, was nehmen wir uns da? 14,1. Und dann vergleichen wir mal, wie das klingt jetzt im Beispiel mit einer anderen Übersetzung. Der Mensch vom Weib geboren, knapp an Tagen unruhvoll. Er geht wie die Blume auf und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Was nehmen wir jetzt? Elberfelder, Schlachter, Neues Leben, Luther, Einheitsübersetzung haben wir, Zürcher, Neue Evangelistische. Ich schnapp mir mal eine. Moment. Ich habe eine gefunden, die wir nehmen können. Hiob 14. Ihr wisst ungefähr noch, wie es hier klang. Der Mensch, von der Frau geboren, an Tagen arm, mit Sorgen nur gesättigt. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, entflieht dem Schatten gleich, bleibt nicht bestehen. Klingt ganz anders, aber auch nicht schlecht. Ich bin mir sicher, die Findigen unter euch wissen, welche Übersetzung das ist. Und wir vergleichen dann einfach mal. Ich finde die Übersetzung hier wirklich schön gelungen. Es liest sich schön, ein bisschen poetisch und trotzdem ist die Botschaft vollverständlich. Ich finde die Einheitsübersetzung auch eine sehr gelungene Übersetzung. Wir schauen hinten noch in die Anhänge rein. Auch das Durchscheinen. Man sieht jetzt hier ein bisschen die Texte durchscheinen, aber sie sind nicht störend beim Durchscheinen. Das ist jetzt hier, wenn ihr das jetzt hier seht. Haben die also auch eine gute Papierdicke gewählt. So immer das Zwischenmaß zwischen dick genug
Auch nicht zu dünn, dass es gleich durchscheint, aber auch nicht zu dick, dass das Buch echt ein schwerer Schinken wird. Nee, das ist hier ganz gut gelungen. Hier haben wir die Maße und Gewichte im Anhang. Dann werden die Textgrundlagen erklärt. Das hatte ich ja schon mal eingangs erwähnt. Da ist es immer ganz, ganz schön, wenn ihr da einfach mal, wenn ihr Interesse habt, vorher mal bei Wikipedia reinguckt, weil hier ist es nochmal ganz lang und breit erklärt. Die Sache mit Hieronymus und so weiter und welche Textgrundlagen, Masoreten, die Vulgata, Septuaginta, das wird hier nochmal ausführlich erklärt. Name und Begriffe, das Register, und das müsste aber auch eigentlich schon gewesen sein. Name und Register, Orte der Bibel finden. Mit geografischen Angaben. Das hatten wir auch noch nicht oft. Hier sind GPS-Daten für die Orte der Bibel. Nördlich, östlich mit GPS-Angaben. Das ist mal was, das hatten wir in den anderen Bibelausgaben bislang nicht. Und die GPS-Angaben, Missionsreise des Paulus mit GPS-Daten. Das macht Schau. Okay. Ist eine gelungene Ausgabe. Und ja, das war's auch schon. Die Bibel, Einheitsübersetzung, aktuelle Revision.